Hallo liebe Community, ich war für euch bei Kaffee, Music, Weed and Peace im Anti-Social Club auf der Vulkana und habe für euch dieses Video gedreht. Also viel Spaß dabei und wir freuen uns wie immer auf eure Kommentare. Leute, heute ist ekelhaft heiß hier. Wir sind froh, dass wir den Club hier gefunden haben in der Session hier. Aber es ist wirklich ganz fein gemacht. Ich zeige euch das mal, ich muss hier mehrere Sequenzen machen. Hab mir jetzt ein bisschen was zum Futtern geholt. Hoffe, ihr könnt mich hier ein bisschen sehen. Hören meine ich. Es ist wirklich so verdammt heiß. Ich habe ja vorhin den Hut nass gemacht zu Hause, bevor wir abgehauen sind. Der ist in 10 Minuten trocken gewesen. Es ist furchtbar, ja. Nee, aber geil. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich jetzt hier so futter. Heute ist halt die Auslosung bzw. die Kürung der die Leute, die gewonnen haben. Gibt es ja verschiedene Kategorien. Schauen wir mal, ob wir was mitkriegen. Ja, auch die Flame durften wir kurz begrüßen. Natürlich einige Künstler, die ihre Glaskunstwerke zur Schau gestellt haben. Hier einen kleinen Überblick. Natürlich gab es auch wieder leckere Edibles, gut nachgemacht wie hier diese Pizza, Schokolade, Chips und Brötchen. Es war allerhand zum Probieren wie dieser Donut, Eis, Nussschnecken und Kekse. Ja, was ich übrigens auch geil finde, ist dieser Torch hier, dieser Brenner. Das ist ja mal richtig geil mit, auf Edel gemacht mit Holz. Natürlich gibt es ja auch geile Edibles, die überall rumstehen. Aber ich werde jetzt erstmal die Extrakte machen. Ich werde jetzt erstmal die Edibles testen. Ich bin auch schon leicht verwirrt von den letzten Tagen. Hier ist übrigens so eine Art Pizzastück. Allerdings ist es keine Pizza, sondern sieht aus wie Pizza mit Oliven, aber es ist eigentlich Keks mit einer Johannisbeere. Aber schon gut nachgemacht. Ich werde es mal probieren. So fruchtig, zitronig. Also nicht Pizzageschmack, wie man erwartet. Zitronenkeks mit Johannisbeer, oder wie heißt das? Sind das Johannisbeeren? Ich glaube schon. Hier haben wir übrigens noch einen Donut. Ja, der sieht auch aus wie ein Donut. Riecht wie ein Donut. Schmeckt auch wie ein Donut. Ja, der ist jetzt einfach nur süß, also schmeckt jetzt nicht wirklich.
Körperverarschung dran auch. Wir haben nichts zu trinken, oder? Eine Tüte. Willst du es auch? So, die Schokolade vor dem Weg. Hallo Jungs. Das schmeckt. Hallo, grüße dich. Schokolade mit Karamell. Sehr süß. Leichter Geschmack von Drogen. Was sollen hier drin sein? Ich weiß nicht genau. Das schmeckt einfach. Hier, das ist vom Kollegen. Also es riecht wie, der eine Hund, der hat mich übrigens, den wollte ich streicheln, der hat mich beinahe zerfleischt, der Kleine, aber Leute, seid wegen den kleinen Hunden, ja, das ist wie bei den kleinen Menschen, ja, umso kleiner die Leute, umso eine größere Schnauze haben die, also der hat mich echt beinahe zerfleischt, unfassbar, ja. So, ich versuche das jetzt mal mit dem Brötchen, ich hoffe, meine Zähne fallen mir nicht raus. Es riecht wie, keine Ahnung, wie, ich weiß es nicht. Also es riecht wie Salzgebäck mit Pizza, das ist kein Cannabis obendrauf. Oh! Das ist gut. Das ist der. Ich glaube, das hat er sich vorgestern vom Chinesen geholt. Hat da irgendwie ein bisschen THC-Tropfen drauf gemacht und hat gesagt, das habe ich eh über, das Zeug muss verarbeitet werden. Backen wir einfach aufs Brötchen. Super. Ja, das war gut. Na, schmeckt wirklich saugut, aber hat er das echt selber gekocht? Also wenn, Respekt. man schmeckt aber jetzt auch nicht viel THC raus, muss ich sagen. Ist aber auch schwer bei so einem Essen, weil das ja nur meistens mit Isolaten oder Extrakten gemacht wird. Da geht natürlich dieser Geschmack verloren. Da musst du schon wirklich ordentlich reinhauen, damit da der THC-Geschmack wirklich durchkommt, ja. Aber ansonsten gut gelungen. Ich esse das gleich weiter. Aber ich wollte euch nochmal zeigen, hier ist das eigentlich das Geilste. Ich traue mich das gar nicht. Ich weiß nicht, ob das Spülmittel ist hier oder was. Ich schau mal. Und hier ist ein Schwamm. Ich werde damit jetzt auch nichts reinigen. Aber sieht ja wohl genial aus, oder? Jetzt weiß ich nicht. Ich trau mich mal, ich glaube nicht, dass das Spülmittel ist. Die anderen machen das auf den Kuchen drauf. Zuckerwasser. Zuckerwasser. Aber gut, cool. So, jetzt probieren wir mal den Schwamm. Ich hoffe, ich überlebe das. So, wir arbeiten heute übrigens mit, ohne Mikrofon, weil das Mikrofon hat dauernd einen Wackelkontakt und also scheiße, dann schrei ich lieber ein bisschen mehr. So, also es ist ziemlich hart, sehe ich gerade. Schaut euch das an. Ja, also wirklich sehr geil gemacht.
Hier gibt es übrigens auch Hot Dogs. Stehen da. Also. Ich muss sagen, er schmeckt auf jeden Fall besser als er aussieht. Nee, andersrum. Er sieht besser aus als er schmeckt. Ein bisschen fad. Aber vielleicht. Vielleicht hat er sich gedacht, es muss einfach gut aussehen. Vielleicht bin ich auch schon zu verwöhnt. Aber oft ist so, wenn man zu viel Süßes isst, dann wird dann das alles so süß. Also, in diesem Sinne, haut mal selber eure Rührschüssel, backt mal einen feinen Kuchen mit ein bisschen Extrakt oder Salat oder was auch immer ihr da so zur Hand habt. Macht euch mal einen schönen Nachmittag. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen die Zeit genießen, noch ein paar Sachen probieren, ein bisschen quatschen. So, ich werde mal ein bisschen ins Wasser, Leute. Ja, und ich wollte euch ein bisschen was über Gran Canaria und den Vulkan-Cut erzählen, also mein Resümee, was ich jetzt eigentlich so gemacht habe. Ja. Zum Glück haben wir eine schöne Unterkunft hier und Spanien und die Kanarischen Inseln sind natürlich immer toll. Einfach vom Urlaubsfeeling, von der Sonne her und das macht einfach Spaß. Auch die Leute, die sind gechillt. Ja, sie sind gechillt und zwar oft auch ein bisschen zu viel. Also zumindest wenn man ja vielleicht sowas wie ein Cup veranstaltet. Also was ich hier erleben musste, ist, ich habe sehr viel Freundlichkeit erlebt, aber auch sehr viel Chaos. Sprich, es war sehr unorganisiert von den Bewertungszetteln her zu den Erklärungen. Es gab keinerlei Information, in welchen Club man eigentlich rein musste und somit sind wir da oft angewiesen gewesen auf ja, andere Leute, die wir wiederum kannten, die uns dann gesagt haben, wo es als nächstes hingeht. Ja, und wir waren natürlich auch in mehreren Clubs und haben da versucht, die Unterschiede und die Grassorten so ein bisschen zu testen und ja, da ist mir Folgendes aufgefallen, dass oft hier wohl den Growern die Zeit fehlt. Ja? Also hier geht es wohl viel um Geld. Das heißt, die Clubs sind angewiesen auf Grower, die halt den Clubs das Weed zur Verfügung stellen. Und da muss es halt schnell gehen. Sprich, es wird angebaut. Wir haben über 17 Grassorten getestet. Und wir hatten eigentlich zwei davon, wo wir sagen konnten, die haben ihren Reifestatus überhaupt erreicht. Das heißt, wir hätten eigentlich sagen sollen, das Zeug kann man nicht testen, weil das hätte noch ein, zwei Wochen gebraucht. Aber gut, wir haben es natürlich trotzdem getestet. Und ja, es war schwer, sage ich mal, aber man hat halt auch gemerkt, oft, es wurde nicht richtig ausgewaschen. Und da denke ich mir, okay, wenn ich das als Homebrewer mache, passt es. Aber wenn ich doch an einem Cup teilnehmen will, hey Leute, da muss ich mir doch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Da muss ich doch ein bisschen gut ausspülen. Da muss ich doch den Leuten was bieten. Das muss doch an den Fingern kleben und nicht irgendwie. Wir mussten teilweise das Weed erst grinden, damit überhaupt ein Geruch zu ermitteln war, ja, und ja, das hat mich schon ein bisschen nachdenklich oder traurig gestimmt, aber alles in allem war es natürlich ein schöner Cup und es ist immer schön, auch ein paar Leute zu sehen und ich sage wirklich ein paar Leute, weil es waren nicht viele, es waren ein paar Spanier natürlich da, es wurden auch diesmal Edibles wieder getestet, aber es war nicht so schön wie zum Beispiel in Teneriffa, obwohl ich da nicht weiß, wie da die Bewertungen abliefen.
Okay, ansonsten hoffe ich, ihr konntet ein paar schöne Bilder sehen. Schöner wäre es natürlich gewesen, wenn ihr das auch hättet schmecken können. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Also, bis dahin. Baba. Oh,